Ja gut, kommt drauf an, wie beschmiert man ist. Jo Leute, was geht? Heute zeige ich euch mal, wie man die Variomatik wechselt, wie man den Keilriemen wechselt und so weiter, alles was dazugehört. Und ohne viel zu labern, fangen wir einfach mal an. Dazu müsst ihr erstmal den Luftfilterkasten öffnen. Dazu nehmt ihr hier die Schrauben. Das macht das Arbeiten wesentlich leichter. Das sind bei mir im Fall jetzt alles Kreuzschrauben. Die öffnet ihr. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Akkuschrauber zur Hilfe nehmen, aber ich denke, das geht auch so. So, wenn ihr das getan habt, entnehmt ihr den Deckel. Ein bisschen gucken. So, am besten so hinlegen, dass er nicht zerkratzt, gell? So, jetzt könnt ihr sehen. Hier ist noch eine 10er Schraube, in meinem Fall, das muss bei euch nicht unbedingt sein. Da hängt der Vario, also da hängt der Luftfilterkasten dann am Variodeckel fest. Ja, die müssen wir auch lösen. Als nächstes gehen wir hin und lösen alle Schrauben vom Variodeckel. In meinem Fall, aber das ist auch meistens so, braucht ihr dazu eine 8er Nuss. Und ja, machen wir das mal gerade, oder? Wenn ihr das getan habt, müsst ihr gucken. Hier ist meistens bei sehr, sehr vielen Rollern noch eine Schelle für so einen Lüftungsschlauch. Könnt ihr auch abnehmen. Vorsichtig sein, die muss man nicht unbedingt ja, beschädigen. Wo habe ich das denn jetzt? Hey, die Scheiße. So. Dann löst ihr den Schlauch. So, dann entnehmt ihr den Deckel, duftet ein bisschen hoch. So. Ja, ich hänge hier ein bisschen schräg, weil ich ja mit der Kamera abfilme. Das ist für mich echt blöd, hier gerade zu schrauben. So, jetzt habt ihr einmal hier die Variomatik und hier drunter verbirgt sich die Kupplung. Dazu braucht ihr entweder ein Blockierwerkzeug, was ihr hier einspannt, hierfür genauso, oder ihr benutzt einen Schlagschrauber. Und ich habe was richtig Geiles. Und zwar besitze ich einen Akkuschrauber, der mit der 12-Volt-Steckdose vom Roller funktioniert. Mega geiles Teil. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch das mal in die Beschreibung, weil ich finde das nicht schlecht. Und das Teil ist 12 Jahre alt. Und das funktioniert, als hätte ich es gerade ausgepackt. Naja, ich schließe es gerade an und dann geht es schon weiter. So, zur Größe. 17er Nuss, in meinem Fall. Bei Piaggio ist es sehr, sehr oft 15 zum Beispiel. Das weiß ich ganz genau. Und ja, bauen wir mal rein. Der schlägt immer ein bisschen, aber kontinuierlich und zuverlässig. Mega gut. Machen wir hier auch nochmal direkt auf. Zack. So. Es ist auch ziemlich schonend zum Material, würde ich mal behaupten, weil der schlägt nicht unkontrolliert die ganze Zeit den kaputter Vibrator da rum. So. Dann müsst ihr hier das entnehmen. Am besten erstmal den Riemen entlasten. So, das reicht schon. Jetzt entnimmt ihr die Scheibe. So. Kupplungsglocke auch einfach entnehmen. Kupplung mit Wanderscheibe entnehmen. Die Vario am besten von hinten ein bisschen greifen. Und tada. Hier ist sie. Gleich zeige ich euch im Detail, wie ihr die Gewichte noch entfernt. Oh, das ist die Variomatik. Die dreht ihr um und zieht hier die Platte vorsichtig heraus. Und dann könnt ihr die Gewichte sehen. Jetzt könnt ihr die Gewichte austauschen. Platte wieder drauf, Variomatik wieder rein. Und Ende Gelände. Das ist einfacher als den Poppes abzuwischen. So, dann setzt ihr alles in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Und
schraubt alles wieder schön fest. Und es muss wirklich fest sein. Also die genauen hier Drehmomente, da, Leute, kein Plan, echt. Aber so, dass ihr auf jeden Fall mit gutem Gewissen fahren könnt. Gell? Das kann man bestimmt auch ein bisschen, kann man auch irgendwo nachlesen oder so weiter. Von daher würde ich sagen, ja, ich baue das jetzt alles wieder zusammen. Dann überprüft man, ob alles ruhig läuft. Und dann war es das schon. Also wie gesagt, Poppes abwischen, viel leichter als das. Nee, das ist viel leichter als Poppes abwischen. Ja gut, kommt drauf an, wie beschmiert man ist, gell? Alles klar, peace, Leute.